Hey ho und let's go mit einem kleinen Bonus. Und zwar hat Snake Pass ein kleines Update bekommen. Zum einen ist noch nicht bestätigt, soll sich anscheinend die Grafik leicht verbessert haben, die Auflösung, sowohl im Docking-Modus der Switch als auch im Handheld-Modus. Kann ich im Moment nicht bestätigen, ich sehe keinen Unterschied. Und ein neuer Modus ist hinzugefügt worden. Und zwar, wenn wir jetzt auf das erste Level gehen, sehen wir hier den normalen Modus, haben wir gezockt. Zeitrennen-Modus, einfach schnell ins Ziel, beziehungsweise erst natürlich die Schlüsselsteine holen und dann ins Ziel. Und hier der neue Arcade-Modus. Den schauen wir uns kurz an. Hier seht ihr, wie viele Punkte es für was gibt. Und zwar ganz simpel, auf dem Weg zum Ziel gibt es diese Sammelgegenstände. So schnell wie möglich, so viel wie möglich sammeln, um Rekorde aufzustellen und abzugehen. Nicht wundern, ich habe immer noch die 8-Bit-Charaktere an. Normalerweise sehen Nudel und Dudel nicht so aus. Wie ihr seht, sammle ich ähnlich wie im klassischen Snake. Ja, sie orientieren sich immer mehr dran. An den Früchten. Wir können natürlich die ganzen Früchte mit allen unseren Körperteilen sammeln, wie auch die Sammelgegenstände im Spiel. Das hat sich nicht verändert. Oben links seht ihr den Multiplikator. Der lässt nach einer Zeit nach, außer ich sammle immer weiter. Hier kriege ich schon die ersten Auszeichnungen. Es sind auch immer so Kokosnüsse versteckt. Die lassen noch mehr Früchte auftauchen und bringen natürlich an sich selbst auch Punkte. Schnell einsammeln und man kann ordentliche Rekorde aufstellen. Die Früchte übrigens, die auftauchen mit der Kokosnuss, die verschwinden allerdings. Deswegen schnell beeilen. So, hier nochmal, nicht vergessen zu schlängeln. Ich rutsche mal vom Controller leider aus. Ist ganz witzig, der Modus. Hat natürlich erhöht den Wiederspielwert und allgemein die Spielzeit. Hoch mit dir. Finde ich sehr schön, dass sie das Spiel auf diese Weise unterstützen. Ist nichts Besonderes, aber dennoch eine Kleinigkeit, die einen ja erfreuen kann. Hier seht ihr, die Früchte verschwinden schnell. Das wollte ich immer schnell einsammeln, wenn sie durch eine Kokosnuss auftauchen. So, 60 ist der höchste, denke ich, den man hier bekommen kann. Ich denke, es sind keine Sachen versteckt oder so. Jetzt bekomme ich noch den Zeitbonus, also so schnell wie möglich natürlich das Level auch beenden. Und schon hat man einen neuen, tollen Rekord aufgestellt. Deliciös! Jedes Level, das man beendet hat, in dem kann man den Arcade-Modus spielen. Hier seht ihr nochmal die besten Listen. Einmal die Zeiten. Gut, 801 ist jetzt nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Und wenn ich jetzt auf Arcade gehe, na komm, lädt ein bisschen länger. Das ist dann noch ein Problem, das müssen die Entwickler noch beheben. Hier sehen wir zwar die globalen Dinge, allerdings führt er mich nicht direkt zu meinem. Ist ja auch kein Knopf, mit dem ich es machen kann, weil jedes Mal, wenn man zwischen Zeitrennen und Arcade wechselt, geht er auf die Top-Dinger, nicht auf meinen eigenen. Deswegen weiß ich nicht, wie man das einstellt. Zum Glück bin ich weit oben. Platz 16, ich denke, ich war noch, als ich es selbst gemacht habe, Platz 10. Ich war jetzt ganz stolz drauf, aber natürlich kommen die ersten Spieler jetzt nach und nach und versuchen, ihren Rekord aufzustellen. Hier, ich wechsle nochmal zum Zeitrennen-Modus, damit ihr wisst, was gemeint ist. Na komm, dauert ein bisschen länger. Ist ein bisschen komisch, aber na gut. Genau, hier in die Top 10, er zeigt mir nicht, wo ich bin. Nur wenn ich von hier direkt drauf gehe, wobei ich nicht direkt auf Arcade gehen kann. Also ein kleiner Fehler, müssen die Entwickler noch beheben. Ist aber ganz frisch. Machen wir noch den zweiten Level im Arcade-Modus. Ich habe nur den ersten Level getestet. An sich will ich euch nur kurz zeigen, dass das Update existiert. Für mich selbst ist es nichts. Ich bin weder Zeitmodus-Fan noch hier diesen Highscore-Jagd-Fan. Damit kann man mich nicht besonders locken. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass die Entwickler es gemacht haben. Das kann ja weiter das Spiel bekannter machen und mehr Spielspaß bringen. Finde ich sehr schön. Ah, mal sehen, wie gut ich mich anstelle. Ist schon übrigens schon eine Zeit lang her, seitdem ich gezockt habe. Ich nehme das hier wesentlich später auf. Achso, hallo Banane. Ja, jetzt hört wahrscheinlich der Multiplikator auch auf. Ja, toll. Zu blöd für die Banane. Die Gesamtzeit an sich ist kein Problem, sollte jedenfalls nicht sein, egal in welchem Level.
Da sollte man jedes schaffen. Jetzt pfeife ich mal auf den Multiplikator. Ich will einfach noch jedes Obst haben. So, danke. Ich denke, wie gesagt, die sind nicht versteckt. Kann allerdings natürlich nicht garantieren, bis auf die Kokosnüsse. Die verstecken sie gerne. Die bringen auch nur Boni. So, hier lang, genau. Wie gesagt, ganz nett, ist schön. Man muss übrigens keine Steine mehr sammeln, nix. Das Tor ist bereits offen, man kann einfach reingehen. Es geht nur darum, die Früchte und Rekorde aufzustellen. Auf sonst muss man sich nichts konzentrieren. Das ist natürlich auch relativ angenehm, weil wenn man zusätzlich noch die Steine sammeln müsste, ja, würde das schon ein bisschen ablenken. Na komm, Nudel, schaffst du? Danke. Ja, macht Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, einfach so mal durchzunudeln kann man es gerne machen. Aber ich würde jetzt nicht so ehrgeizig sein und die ganzen Rekorde versuchen zu brechen und so weiter und so fort. Das ist nicht so meins. So, hier. Hier sollte es aber keine Abkürzung geben. Beziehungsweise, wollen die überhaupt, dass ich außen herum gehe? Ich denke gerade nicht, oder? Doch. Muss man natürlich auch einstudieren, welcher Weg der beste ist. Je größer das Level, desto komplexer die Wege. Im ersten Level war es ja noch relativ eindeutig. Im zweiten Level komme ich ja jetzt schon nicht mehr klar. Und man muss sich natürlich überlegen, welche Früchte sammelt man direkt ein, welche lässt man vielleicht liegen, damit man, wenn man auf dem Rückweg, auf dem Weg nochmal zurückkommen muss, damit man nochmal was einsammeln kann und den Multiplikator weiterhin hochjeizen kann. Ich merke gerade, ich habe aber ein kleines Problem mit dem mit der Zeit. Nur noch eine Minute. Ich hoffe, es gibt nicht mehr so viel. So, jetzt komme ich hier hoch. Ich finde es witzig, auch mit dem 8-Bit-Nudel. Jetzt hat man auch eine Verwendung für ihn. Weil, wie gesagt, wir hatten ihn freigeschaltet, aber ich musste nichts mehr nachholen mit ihm. Deshalb, ja. Ei, das wollte ich nicht. Nicht gefallen. Sonst hätte ich es direkt geschafft. Also ganz nett, jeder, der daran Spaß hat, kann sich drauf stürzen, klar. Ist auch gratis, Updates, ist kein DLC oder so, muss man nicht kaufen, nicht bezahlen. Ist ja auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen klein, einfach nur als Zusatz. Finde ich ganz nett, die Entwickler haben auf Twitter auch ein bisschen Andeutungen gemacht. Ich sehe gerade, ich habe ein Problem mit der Zeit, würde ich das noch schaffen? Der gibt mir hier nur 30 Sekunden, gell, ja. Also ich bin sogar so, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt alle Früchte jedes Mal sammeln kann. Kann ja sein, dass man, dass es sich gar nicht lohnt, um einen maximalen Rekord aufzustellen, sondern tatsächlich absichtlich mal was liegen lassen muss. Wo willst du mich hinführen? Hier hin, sehr gut. Also wie gesagt, ganz witzig, auch neuer Musik höre ich. Die habe ich mich noch nicht informiert, von wem die ist. Ich haue euch auch noch schriftlich die Patch Notes hier rein, damit ihr wisst, ob sich vielleicht noch was geändert hat im Spiel. Ah, seht ihr, da ist auch was. Aber die Zeit geht mir aus, also ich kann hier nicht ewig rumeiern. Ich kann definitiv nicht alles einsammeln. Ich gehe mal lieber ins Ziel, bevor ich mich komplett blamiere. Na toll, Banane selbst verpasst. Ich möchte es mindestens beenden, egal mit welchem Rekord. Oh! Jetzt macht sogar die Musik Druck. Gefällt mir sogar der Teil. Ganz knapp geschafft. Oh, geil. Also ein knapper ging's nicht. Richtig cool. Okay, wie viel da bin ich da? Bestenliste. Jetzt hoffe ich, ich muss nicht zu weit runter scrollen. Ah, hier habe ich keinen Zeitmodus, deswegen zeigt er mir auch keine Zeit von mir an. Klar. Ah, mal sehen, sind wir hier irgendwo? Ich habe meine Punkte leider schon wieder vergessen, gar nicht drauf geachtet. Da. 20. sind wir. Oh, sehr gut, bin zufrieden. Wer das Spiel hat, dem wünsche ich bei dem Modus viel Spaß. Und das war's jetzt wirklich vom Let's Play. Bis dahin. Ciao.